Jetzt, liebe Modellbahnfreunde, begeben wir uns ins Erzgebirge zu dem Hersteller Auhagen. Und neben mir steht Michael Hofmann, der Geschäftsführer der Firma. Und mit ihm möchte ich jetzt besprechen, was es Neuheiten für dieses Jahr wieder gibt. Hallo Michael, ich grüße dich. Hallo Frank, wie jedes Jahr treffen wir uns hier in Nürnberg. Und man muss es ja nicht nur in Nürnberg belassen, um das mal so nebenbei zu sagen. Aber es gibt ja doch einige Neuheiten, die wir gerne vorstellen möchten. Ich weiß, dass sehr viele Leute sehr gespannt drauf sind. Und wir würde sagen, wir fangen gleich mit dem H0-Modell Bahnhof Deinste an. Klingt ja nördlich von Deutschland irgendwo Deinste. Ich nehme an, Niedersachsen angesiedelt. Und wie gesagt, das in H0. Der Bahnhof Deinste steht an der Strecke Stade Bremer-Fürde. Und wir finden, das ist ein kleiner, niedlicher Bahnhof, der auch ein gewisses nordisches Flair ausstrahlt. Und da könnte Platz auf jeder Anlage vielleicht noch finden. Dieser Bahnhof Deinste, ist da noch eine Erweiterung? Da ist also Güterschuppen dran und so weiter? An dem Bahnhof Deinste ist ein Güterschuppen dran und davor die kleines Stellwerk mit einer Rampe. Und ich glaube, er macht einen schönen, kleinen, verspielten Eindruck. Und wie gesagt, durch diese Blockbauweise und diese Holzverschallung, dieses nordische Flair, das ist doch eine tolle Geschichte. Ja, nächste tolle Geschichte, die er ankündigt, ist der Bahnhof Neugens. Das macht mich jetzt ein bisschen merkwürdig, nachdenklich, denn er sieht sehr ähnlich dem Bahnhof Deinste aus. Was ist das für ein Bahnhof Neugens und wo steht der? Ja, der Bahnhof Neugens, da fährt auch ein Zug. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, oder? Das kennen Sie doch. Und der Bahnhof Neugens ist eine Variante vom Bahnhof Deinste. Und da dieses nordische Flair eben doch in diesem Bahnhof Deinste zu finden, haben wir gesagt, es bietet sich an, eine Variante für den nordischen Bahnhof. Und da haben wir uns für den Bahnhof Neugens entschieden. Und Neugens ist ein, kann ich so sagen, fiktiver Name. Der steht nämlich nirgends, der Bahnhof. Aber wir erwarten und hoffen natürlich, dass die Modellbahner doch den toll finden und den Bahnhof Neugens auf ihre Platte stellen, dass er nicht irgendwo umsonst rumsteht. Also fährt ein Zug nicht nach nirgendwo, sondern ein Zug nach Neugens. Haben wir das mal auch geklärt. Wird. Wunderbare Idee auch von euch, das Ganze auch mal abzukoppeln und das Ganze mal im Nordischen anzusiedeln. Ja, dann gibt es Neuheiten im Bereich der Wohnhäuser. Ich sehe hier eine August-Hagen-Straße. Ich nehme an, das hat mit eurem sehr fleißigen Unternehmer August Hagen was zu tun. Klär mich mal auf. Ja, der Unternehmer August Hagen, wo wir ja das Werk Tour und die große Fabrik haben, war vielleicht früher die Fabrikstraße und die Stadt hat die fleißige Arbeit des Unternehmers gewürdigt und hat die Straße umgewidmet zur August-Hagen-Straße. Und da dieses Wohnhaus an erster Stelle steht, das ist die August-Hagen-Straße 1. Also können wir darauf hoffen, dass es vielleicht auch in Abbälde vielleicht die August-Hagen-Straße 2, 3 und 4 geben könnte? Ja, das hat ja jeder selbst in der Hand. Denn wir haben ja unser Baukastensystem, wo die August-Hagen-Straße 1 dazugehört. Und mit der Möglichkeit jetzt aufzustocken, ohne viel Arbeit, dass wir ja als Neuheit mit anbieten, diese Platten für die Obergeschosse, kann sich jeder die August-Hagen-Straße 2 individuell selbst bauen. Das ist nämlich mal eine gute Idee, aber apropos Baukastensystem, da gibt es ja wie gesagt noch diverse kleine andere Möglichkeiten, die eben Erweiterung bei euch zu haben sind. Ich denke da an Eckpfeiler und ähnliche kleine Accessoires, die also zusätzlich noch angeboten werden. Wir haben in diesem Jahr erweitert unser Baukastensystem. Wir hatten uns ja im vergangenen Jahr was zurückgehalten und haben auch Wort gehalten. Und eine neue Dachform bieten wir in diesem Jahr neu mit an. Das ist das Sheddach, was vielseitig gewünscht wurde. Dieses Jahr stellen wir das als Neuheit vor. Wir haben aber auch die Möglichkeit, jetzt Innenwände, die wir als Neuheit anbieten, in unseren Industriebauten einzusetzen, sodass man entsprechend vielleicht Produktionsräume und Sozialräume trennen kann. Na, das ist doch auch wieder mal eine gute Ansage. Also der Ideen sind also keine Grenzen gesetzt mit eurem Baukastensystem. Man kann so ziemlich oder fast alles machen. Ja, man kann wirklich viel damit machen.
Und wir werden auch weiter am Baukastensystem arbeiten und neue Ideen verwirklichen. Das ist ja das Interessante, wenn man auf den Messen steht und wie gesagt bei den Besuchern dann hört, was sie sich gerne wünschen. Sicherlich lässt sich nicht jeder Wunsch umsetzen, aber wir versuchen doch, die Wünsche wahrzumachen. Weil wir gerade beim Bauen sind, es müssen ja auch irgendwie die Baustoffe transportiert werden. Und da gibt es so ein kleines, nettes, niedliches Fahrzeug, was ihr dazu anbietet. Ja, wir haben in H0 einen Multicar M22, den wir dieses Jahr als Neuheit hier auf der Messe vorstellen, der dann ab Juli lieferbar sein wird. Und das ist doch so ein kleines, nettes Baufahrzeug, wie es in den vergangenen Jahren, in den 70er Jahren, 60er Jahren durchaus auch in den Kommunen zu finden war. Kleinere Baubetriebe, Dienstleistungsbetriebe, die haben sich dieses Multicars doch bedient, weil es auch universell einsetzbar ist. Und nicht nur das. Okay, kommen wir weiter, aber das ist ein anderes Thema. Zur Spur N, da bietet ihr ein Stellwerk an. In Spur N haben wir ein kleines, niedliches Stellwerk, was auch eine ganz interessante Bauweise hat, wenn wir uns das anschauen. Es hat Fachwerk, die Rückfront, die ist verschalt und es ist doch ein ganz kleiner, niedlicher Hingucker. Und auch da haben wir natürlich die entsprechenden Accessoires dazu, die Zubehörteile, Umlenkkästen und die Kabelabdeckkanäle. Also da ist schon doch auch für den Endbahner noch was dabei. Ich denke, wenn das so komplett angeboten wird, wird sicherlich auch sehr gerne angenommen werden. Man will das Ganze ja auch entsprechend naturgetreu nachbauen. Dann muss eine Lok oder ein Fahrzeug wahrscheinlich auch mal kurzfristig eine kleine Reparatur machen und da habt ihr natürlich auch ein schönes Accessoire. Ja, da haben wir für die Endbahner noch eine Untersuchungsgrube oder zwei Untersuchungsgruben, so ist es richtig. Und da kann natürlich die Lok Kleinreparaturen mal durchgeführt werden oder eine Instandsetzung, eine kleine, sodass wir auch dort komplett für ein kleines BW doch etwas zur Verfügung haben. Nun erinnere ich mich nochmal, jetzt kommen wir mal zur Spur TT. Als kleiner Junge und etwas größer, wenn man auf den Bahnsteigen früher gestanden hat, kam dieser Elektrokarren angesaust mit 3, 4, 5 Anhängern hinten dran und Koffer drauf. Selbst so einen Elektrokarren habt ihr da. In der Spur TT, da haben wir dieses Jahr diesen Elektrokarren, einen Balkankarren mit Anhänger. Und ich weiß, die TT-Bahner werden enttäuscht sein, dass es nicht mehr Neuheiten geworden sind in TT. Aber in den letzten Jahren haben wir sie natürlich doch mit Formen Neuheiten bedacht, ob das die Stadthäuser sind, die Eckhäuser, die Fabrik, die Feldbahnanlage, was es da gibt. Und dieses Jahr sind eben die anderen Nenngrößen mal bevorzugt worden. Und ich glaube, im nächsten Jahr sind dann auch die DT-Bahner wieder dabei. Und sie sollen uns das nicht zu sehr übel nehmen, wenn das bei diesem kleinen, aber feinen Elektrokarren geblieben ist. Ja, nicht ganz. Jetzt hast du mir was unterschlagen, würde ich sagen. Denn ein kleines Trostpflasterchen habt ihr natürlich für TT-Freunde auch, das Straßenpflaster. Das ist richtig. Das Straßenpflaster ist das Trostpflaster für die TT-Bahner. Unsere Dekorplatte Gehweg Klein, die ist natürlich in allen Nenngrößen einsetzbar, in H0, TT und N. Und ist in dieser Kunststoffqualität da als Dekorplatte erhältlich, sodass man auch hier entsprechend Fuhrplätze oder Gehwege und so weiter gestalten kann. Na, da denke ich doch mal, dann ist das doch ausreichend. Und ich denke, auch die kleineren Neuheiten werden ihre Freunde und auch ihren Absatz finden, vermute ich mal. Liebe Modellbahnfreunde, weitere Neuheiten finden Sie natürlich auch auf der Webseite von Auhagen und natürlich auch beim Modellbahnshop Lippe unter modellbahnshoplippe.com. Lieber Michael, ich danke dir ganz herzlich für die kurzen, knappen Ausführungen. War sehr interessant und ich denke, auch wenn es etwas weniger dieses Jahr war, aber immerhin, es war was da. Dankeschön, gerne und ich hoffe doch, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und können uns hier wieder so nett unterhalten. Dankeschön. Das machen wir in jedem Fall. Danke. Tschüss.